Wie alt bin ich, als ich meinen ersten richtigen Kuss hatte? Was ist mein Bodycount? Was müsste Can machen, dass ich sofort Schluss mache? So. Hallo, liebe Freunde! Das ist eine wilde Kombi auf jeden Fall. Hallo zusammen, herzlich willkommen zum neuen Video. Ich bin nicht alleine da, sondern ich habe auf der einen Seite meine Mom. Und auf der anderen Seite den Can, mein Boyfriend. Oh, zu wenig Bauchmuskeln zum Daumen. Wir machen dir das Video und zwar, wer kennt mich besser? Es ist glaube ich recht lustig, weil du bist mein Boyfriend und meine Mama. Das ist lustig schon. So mega cool. Weißt ja. du? Ja! Darum, ich mache jetzt das mit dem Quatsch. Darum lachen wir jetzt nicht mehr lang, sondern fangen einfach mit dem Video an. Let's go! Ich glaube, ich gehe einfach. Ich bin so was von überflüssig. Nennt mir ein alkoholisches Getränk, das ich nicht gerne habe. Bier. Er hat zuerst geklopft. Aber du bist in beide richtig. Ich bin nicht so schnell im Klopfen. Mein Hirn ist schneller als meine Hand. Komm, wir machen ohne Klatschen. Ich okay, dann ohne Klatschen. Was bestelle ich, wenn ich im Mac bin? McMuffin. Ein Veggie-Burger. Ja, hat sie recht. Aber McMuffin auch eigentlich. Ja, aber normalerweise nicht. Aber du hast auch recht. Aber du hast sehr mehr recht. Ich habe sehr recht und du hast mittelrecht. Was ist eine komische Angewohnheit von mir? Dass immer du hin und her läufst beim Telefonieren. Das ist obermühsam. Das ist auch sehr komisch. Immer so am Rumquietschen. Da muss ich aber beim Telefonieren hin und her laufen, das ist grauhaft, das ist schon seit Jahren. Das stimmt einfach beides. Da werden so schlimme Sachen über dich, Herr Balkonati. Also da kommt der Punkt über, ich kann es schneller gewesen. Ich würde sagen beide. Was ist mein Sternzeichen? Stier. Ja. Keine Ahnung. Weißt du überhaupt dein eigenes? Ja, weiter. Wieso weißt du meins nicht? Es ist nicht so wichtig vielleicht. Wieso weißt du denn das? Weil er dich nach dem Sternzeichen ausgesucht hat. Und du jetzt ein Fisch wärst, hätte dich nicht genommen. Jungfrau auch nicht. Ich wollte Jungfrau sagen zuerst, aber du bist keine Jungfrau. Gut. Also, gut, haben wir das auch noch geklärt. Wie alt bin ich, als ich meinen ersten richtigen Kuss hatte? 13. 14 stimmt. Oh, ehrlich? Ja. Ihr wisst. Nein, warte, 13 stimmt! Nein, sicher stimmt. 13 stimmt! Ja, machen wir doch nicht falsche Hoffnungen. Yeah, ich hab's doch gewusst. Ich muss mich doch erinnern. Ich denn so etwas wissen? Das erzähle ich so Sachen. Du hast mir noch nie so etwas. Du musst zuhören, wenn sie dir etwas erzählen. Ja, du bist mit dabei gewesen. Nein, bin ich sicher nicht. Du bist sicher dabei gewesen, wenn sie ihre erste Kuss bekommen. Mit dem Fallstecher. Nennt mir etwas, was ich nicht kann. Kochen. Mol, sie kann sehr gut kochen. Nein, eigentlich nicht. Tanzen. Das kannst du nicht. Ah! Das kann sie auch gut. Klarinette spielen. Das kann ich noch nie gespielt. Ja, der Can ist eigentlich schon besser dran gewesen mit Kochen. Was ist? Ja, tanzen ist ein bisschen. Also ich bin tanzen kannst du gut. So. Was würde ich mit meinen Haaren machen, wenn ich sie wieder können verändern jetzt? Kurz umfärben. Schöne Stoppenlocken. Ja. Seit 2 Wochen hat sie den Floh mit dem «Sie will die Welle». Davor ist sie immer mit «Ich will die Haare so Schulter kurz machen». Sag das, das stimmt. Nein, ich habe mich einfach... Was nein? Sicher schon. Komm, aber jetzt gerade wirklich locken, okay? Was ist mein Bodycount? Was? 1? Ja. Manni! Aha! Also bist du jetzt so lange... Hey, weißt du, ich bin völlig bei einem anderen Thema. Also, weißt du, wie mein Thema war? Nein. Body Mass Index. Dort bin ich jetzt gewesen. Und dann hast du für Body Mass gesehen. Nein, ist das nicht? Ja. Welche Farbe finde ich, steht mir überhaupt dort? Gel. Nein, egal. Hat rot. Orange vielleicht. Orange. Keine Ahnung, weiß ich doch nicht. Ich habe kein einziges oranges Kleidungsstück. Ich finde, du tust gerade ein bisschen orange diskriminieren. Ich finde auch. Ich tue mich von dem distanzieren. Das werdet ihr niemals erraten. Bei welches Buch habe ich als letztes gelesen? Ich möchte ganz tief in eure Materie gehen, dann kommt das in den Sinn. Ja. Nein! Ich weiß nicht, wie es heisst. Craig's Tagebuch? Ja, nein. Aber auf Französisch. Oh, er hat es nicht gewusst, wer der Titel auf Französisch ist. Ja, wer kommt diese Buch? Selbstverständlich. Ja, weil es stimmt, dann sie. Welches Getränk bestelle ich am liebsten in der Bar? Was? Bar? Wasser? Nicht. Okay. Sex on the Beach. Ja. Was möchte ich unbedingt mal gemacht haben im Leben? Ein Flug über den Grand Canyon, wie du das verpasst hast. Rein auf Amerika gehen. Heiraten. Ja, heiraten. Mit einem schönen weißen Kleid. Ja. Was muss bei jedem Outfit von mir dabei sein? Handtasche. Unterwäsche. Tipp, jetzt gerade habe ich das Kleidungsstück nicht an. Was ist typisch ein Kettli, Ring, Sperrli. Hä, was? Hä? Jetzt gerade habe ich sie nicht an. Ohren. Jetzt bin ich enttäuscht, muss ich sagen. Brille. Ja! Okay. Ja, das ist eine Lüge. Ja, das stimmt. Aber es ist schon so. Ich habe manchmal schon gedacht, wenn es Abend ist, wieso hat sie eine Sonnenbrille auf dem Kopf? Wir haben 2022.
Und jetzt? Das ist ein Meme von mir. Das ist ein Insider-Meme. Okay. Hey, könntest du die mal putzen? Ich habe sie nur gesehen. Du siehst nur Dinge bei Nebel. Wie alt bin ich, als ich wollte mit YouTube anfangen? 14. Ja. Warum? Jetzt haben wir gerade. Geraten. Aber einfach schnell geraten. So, wir kommen zu der letzten Frage. Oh, was müsste Can machen, dass ich sofort Schluss mache? Bart wachsen lassen, sie betrügen. Ehrlich? Ist das für dich auch so schlimm, Bart wachsen lassen? Nein, hey, ist jetzt nicht so. Also ich weiß es auch nicht, ob ich. Also so wie sie es mir beschrieben hat, eigentlich schon. Nein, ich habe das Gefühl, sie würde noch recht viel verzeihen. Muss man schnell überlegen. Nein, ich muss jetzt die Mutter von Nati hat einen Seitensprung erlaubt. Also. Was müsstest du machen? Ich weiß was. Was? Dann wirst du sofort Schluss machen. Du wirst Bodybuilding machen und willst so Muskeln, das finde ich schrecklich. Gell, das stimmt? Ja, ich will im Dezember. Ich will mit ihm ins Gym gehen. Ist aber nicht wahr. Ja, doch, wenn du wirst fremd, aber ich glaube, schon jetzt nicht so. Muss jetzt nicht, muss schon nicht sein. So. Ah ja. Der Punkt geht an Can. Du hast diskutiert. Juhu! Noch. Der Prinz Norin hat gewonnen. Der Prinzi Norini. Wenn es euch gefallen hat, dann tönt doch. Dann tun wir gleich auf. Nein, aber du hast ihn gerade im Moment versaut. Hast du etwas gesagt? Ja, du hast etwas gesagt. Du kannst es sagen, sag es nochmal. Das ist mega spannend. Wenn ihr wieder mal ein Video mit mir und der Mutter von der Nati sehen wollt, schreiben Sie Kommentare. Und tönt einen Daumen machen mit dem Like und den Glocken aktivieren. Ding dong! Das wäre es an dieser Stelle komplex. Tschüss, Freunde! Das ist ein Haar dran.